Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, wir suchen hier immer noch eigentlich das letzte Ring, was da drin sein könnte. Aber hier, Gunok, der faule Ork. Beim Grog muss ich den melden. Töte du... Woher bekommst du deine Artefakte? Haha, ich bitte dich, mein Freund. Was für ein Geschäftsmann wäre ich, würde ich dir meine Quelle preisgeben. Wäre besser, wenn ich dich um deine eigenen Angelegenheiten kümmere, Sohn des Mutes. Wo war Mirzo? Kann ich den vielleicht nochmal irgendwie bescheißen? Der war hier, ne? Das war Renwick. Wo könnte noch ein Ring sein? Entschuldigung, musste aufstoßen. Hier haben wir ja alles geplündert. Der hält für nichts mehr Wache. So, hier. Hier war der Typ. Ich speichere einmal, bevor ich da reingehe. Nee. Ich will keinen Ärger haben. Ja, okay, ich geh. Hey, Mora, warum schleichst du hier herum? Ich schleiche nicht. Das bildest dir nur ein. Hier ist auch kein Ring, ne? Die liegen einfach so rum. Wirklich ist alles. Ich weiß, Mama. Vielleicht. Also, der ist wach. Hamil. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Habe ich das aus Versehen ihm verkauft? Ne. Habe ich ihn nicht verkauft. Okay. Hätte ja sein können, dass ihr das ihm. Rein theoretisch. Ich guck mal. Zeig mir deine Ware. Könnte ich die verkaufen? Nein, kann ich nicht mal. Okay. Das heißt, ich müsste die im Inventar haben. Der kann den nicht haben. Der kann den auch nicht haben. Du schleichst herum wie ein Dieb. Ist nicht dein Problem. Aber wo muss ich suchen? Da oben vielleicht? Hier oben war ich ja schon. Aber hier war der ja nicht. Nichts dergleichen. Kein Ring des Alchemisten. Daher weiß ich nicht, wo ich suchen soll. Kann nur ein Dings da sein. Bei mir fehlen Quests.
Die hatte ich ja auch schon geholt. Wo könnte das Ding sein? Stimmt, hier hatte ich den schon, von dem da. Peratur, der ist auch sauer auf mich mittlerweile. Es kann nur noch dort sein. Alles andere würde keinen Sinn mehr ergeben. Jetzt nur die Frage, wie komme ich jetzt nochmal da hoch oder da rein? Von hier, glaube ich, ja? Obwohl, hier waren wir noch gar nicht drin, ne? Mal gucken, vielleicht sind wir auch hier. Das ist Reis. Okay, bei denen ist es nicht drin. Ne? Gehen wir wieder raus. Ich speichere einmal. Weg mit dir, Mora. Ich bin doch schon weg. Kann ich mich da reinschleichen? Nope. Nein, verdammt. Bringe den Schaman Grimbold Schwefel. Ich brauche 5 Schwefel. Aber lass dir nicht einfallen, die unbehandelten Schwefelbrocken anzuschleppen. Bei wem kriegen wir Schwefel? Wir dann 5 Schwefel kaufen. Nee, eher nicht. Wo war nochmal der Alchemist? Hier. Hat er auch? Nee, ich will ihn nicht beklauen. Rennweg. Verdammt. Was ist los? Kannst du mir Tränke verkaufen? Tränke, sagst du? Hey, ja, ich denke schon. Ja, wäre schön. Dann zeig mir deine Tränke. Zeig mir deine Tränke. Kann sein, dass ich was da habe. Schau mal nach, mein Sohn. Okay, gucken wir mal. Hat er Schwefel? Ja, hat er, aber nur einen. Aber egal, machen wir so. Na, warte. Habe ich etwas, das ich ihm andrehen kann? Ich glaube, die Verwandlungstränke, die behalte ich trotzdem erst einmal. Ja, machen wir so. Haben wir jetzt erst ein Stück Schwefel. Hier gibt es keine Händler. Was mit dem Schmied? Und mach hier keinen Ärger, klar? Was mit ihm? Ich hoffe, du hast einen guten Grund, mich zu wecken, Mocha. Wo kriege ich Schwefel her? Goldbrocken? Da ist ein Dietrich mit bei. Was ist denn das da? Ich komme da nicht hin. Ein Lederschild. Hier gibt es Lederschilder. Ist der besser als das, was ich habe? Ich weiß es nicht. Ich will es jetzt aber auch nicht riskieren und jetzt klauen.
Was ist los, Mora? Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Der hat keinen Schwefel. Ich will für dich arbeiten. Ich will für dich arbeiten. Normalerweise lasse ich mir von einer Morra höchstens eine Keule Fleisch bringen. Aber ich denke, für einen Kämpfer hätte ich eine Aufgabe. Okay. Ich brauche einen neuen Boten. Was hätte ich zu tun als dein Bote? Was ist mit deinem letzten Boot passiert? Was ist mit deinem letzten Boten passiert? Er wurde von Minecrawlern gefressen. Was hätte ich zu tun als dein Bote? Du würdest in meinem Namen zu den Minen gehen, dich über die ausbleibenden Erträge informieren und sie zu mir bringen. Und wenn die Minen nicht ertragreich sind, dann wirst du sie wieder in Gang bringen. Ganz einfach. Okay, gut. Bote nennst du das? Hört sich eher nach tödlicher Knochenarbeit an. Ich würde sagen, du machst deinen Job gefälligst selbst. Was wirst du in der Zeit machen? Werde nicht anmaßend, Mora. Sonst kann ich dir mal zeigen, wer die Herren dieser Stadt sind. Hört sich eher nach tödlicher Knochenarbeit an. Willst du nun für mich arbeiten oder was? Ja. Ich kann mich erinnern, sowas gesagt zu haben. Dann hör auf, dich zu beschweren. Gut, ich übernehme den Job. Dann fang endlich an und hör auf, nur darüber zu reden. Was brauchst du von der Schwefelmine? Das faule Pack in der Schwefelmine im Norden hat mir 30 Schwefelbrocken zugesagt. Geh und treibe sie ein. Okay, was soll ich aus den Goldminen machen? Ich warte schon seit Tagen auf 50 Goldbrocken aus den Minen im Norden. Geh und bring sie mir. Wie du das anstellst, ist mir gleich. Okay, woher bekomme ich Artefakte für dich? Viele Artefakte haben wir aus der Wolfsmine herausgeholt. Jedoch ist die Mine im Moment verlassen. Ein Rudel Stollenwölfe hat sämtliche Sklaven gefressen und die Wärter gleich mit. Besorge dir aus dem Sklavenviertel einige eifrige Sklaven und bring die Wolfsmine wieder in Gang. Die Sklaven werden dir den Weg zur Mine zeigen. Doch vergewissere dich, bevor du die Sklaven zur Wolfsmine bringst, dass die Stollenwölfe fort sind. Okay, wo finde ich noch Artefakte außer in der Wolfsmine? In diesem Teil Myrtanas, um Geldern herum, ist eine große Menge an Artefakten zu finden. Wir sind bisher noch nicht dazu gekommen, alle Bereiche zu erschließen. Im Norden gibt es eine alte Ruine auf einer Felsspitze. Geh und sieh nach, was dort zu holen ist, und bring es mir. Der Alchemist Perator hat den Sklaven Hamil dann beauftragt, Artefakte zu stehlen. Gibt es Minen im Süden von Geldern? Dort gibt es eine verlassene Mine. Jedoch graben wir dort nicht mehr. Sie warf nicht mehr genug ab. Komm, machen wir. Der Alchemist Perator hat den Sklaven Hamil damit beauftragt, Artefakte zu stehlen. Ah ja. Perator und Hamil, sagst du. Gut zu wissen. Ich werde sofort das Nötige veranlassen, um das zu unterbinden. Gute Arbeit. Weiter so. Nur 500 Erfahrung. Das hätte ich nicht machen sollen. Okay. Wie sieht's mit meinem Ruf hier jetzt aus? Immer noch 36. Okay, wir haben jetzt aber Aufträge. Will ich mal gucken, wo ich pennen kann. Damit es wieder Tag wird. Da nicht. Hier sind alle Betten belegt. So, Goldmine war hier im Norden. Oder? Nee, warte. Norden. Ist die Richtung.
Wie spät haben wir es? Können wir das sehen? 4 Uhr morgens. Also irgendwo... Hier soll es eine Mine geben oder mehrere? Ich glaube, wenn wir den Weg entlang gehen, kommen wir zu den Minen. Ah, hier bei den Banditen. Okay. Ich kann die Dinger aber nicht als Betten benutzen, ne? Ich gehe mal davon aus, dass es da lang geht. Okay, hier haben wir noch so einen Eisenhalm. Und noch ein Krötenwurz. Warte. Achso, das ist... von den Banditen hier, das Ding gewesen. Ich wünsche es mir doch Tag. Oder wieder hell zumindest. Dann könnte ich zumindest sehen, wo ich hin muss. Morgentau, Feuernessel und noch ein Morgentau. Ich gehe nochmal zurück. Ich glaube, ich bin hier komplett falsch. Ich habe mich verlaufen. Das ist ein Ripper. Zu denen will ich doch nicht. Zumindest nicht um diese Uhrzeit. Wo geht's jetzt nochmal zurück nach Geldern? Da. Ah, da ist eine Mine. Sind das normale Snapper oder? Was sind das für Viecher? Ich weiß zumindest, wo die Mine ist. So, ich brauche jetzt aber ein Bett. Hier ein Holzschild. Rostiges Schwert. Ich brauche ein Bett. Also, die Fackel können wir wieder einstecken. Verdammt, was ist los? So, darf ich dein Bett benutzen? Ich möchte dein Bett benutzen, ja? Oder dein Bett? Mann, was willst du? Warum wächst du nicht? Ich kann das Betten nicht benutzen. Gibt es hier kein freies Bett? Kein freies Bett. Wie sagt man das jetzt richtig auf Deutsch? Kein freies Bett? Was ist los? Nein. Gibt's hier eins? Was ist denn? Ich brauche ein Bett. Eines, das ich auch benutzen darf. Verdammt, Mocha, was ist los? Ja,
Was ist denn? So, ich möchte dein Bett benutzen, ja? Leck mich doch. Was sagt denn die Uhr? Es wird schon hell. 5 Uhr. Das hier ist aber die Goldmine. Mit wem muss ich reden wegen den 50 Goldbrocken? Warum weckst du mich? Du solltest jetzt gehen. Ich will keinen Ärger haben. Ich leg mich hin. Warum weckst du mich? Ich muss hier Gold eintreiben, hallo? Was, wenn ich das selber jetzt hier schürfe? Das wird ewig dauern, bis wir hier was an Gold kriegen. An Menge, die wir brauchen. Ach, hier ist noch einer direkt. Da ist nichts mehr zu holen. Wie viel bekommen wir pro Dingens hier? Möglich ist alles. Du solltest jetzt gehen. Besser, du gehst weiter. Kann mir doch egal, sonst kriegen wir noch Ärger. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Hier sind noch welche am Schürfen, man hört das. Oder ist schon Schichtbeginn? Kann ja auch sein, dass schon Schichtbeginn ist. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Nee, lassen wir mal. Hier haben wir noch mal was. Das sieht auch gut aus. Nichts zu holen. Ah, okay, da hatten wir vor Ewigkeiten mal geschürft. Jetzt fangen sie hier wieder an. Möglich ist alles. Wenn er so weitermacht, wird es nie was. So, 2 Goldbrocken geschürft. Der letzte Schatz. Aber ich habe keine Ahnung, mit wem ich reden muss. Was das Gold angeht. Wer ist denn hier der Aufseher? Geh lieber, sonst kriegen wir beide noch Ärger. So, es wird ja wieder hell. Warte mal, was ist mit Hamel? Ist er noch da? Du Schwein hast mich verraten. Jetzt darf ich wieder Steine kloppen. Wirst schon sehr bald sehen, was du davon hast, mit den Orks gemeinsame Sache zu machen. Dreckskerl. Hoppala. Die müssen aufstehen, Arbeit. Warum weckst du mich? Ja, arbeiten. Mach hier keinen Ärger, klar? Ich glaube, hier in Geldern habe ich es mit jedem verschissen. Okay, es wird hell, dann auch nach Norden. So. Hier gibt es ja schon die erste Mine. Ich speichere vielleicht nochmal.
Okay, hier leuchtet was, also da brennt was. Ah, hier. Schnapsbeere. Speer. Okay, mit denen bin ich noch neutral. Sulfok. Hey, Mora. Gut, dass du kommst. Ich habe was zu tun für dich. Was ist das für eine Mine hier? Was für eine Mine ist das hier? So was Dummes kann auch nur ein Mora fragen. Halte doch mal deinen hässlichen Rüssel in die Luft. Dann wirst du schon wissen, was für eine Mine das hier ist. Eine Schwefelmine natürlich. Ah, okay, perfekt. Kann ich ein paar Brocken Schwefel mitnehmen? Kann ich ein paar Brocken Schwefel mitnehmen? Mach das. Bring das fiese Zeug nach Geldern. Ich krieg hier bald keine Luft mehr. Okay, und was machst du was hier? Was machst du hier? Ich sorge dafür, dass die Moras arbeiten und diese Mine läuft. Die Biester lungern schon seit Tagen hier vor der Schwefelmine herum. Sieh zu, wie du sie loswirst, klar? Ich kümmere mich um die Snapper. Ich kümmere mich um die Snapper. Ja, mach sie weg, aber schnell. Sie machen mich nervös. Schwefel. Schwefelbrocken. Noch ein Schwefel. Noch ein Schwefel. Ich darf die mitnehmen, hat er gesagt. Noch ein Schwefel. Noch ein Schwefel. Schwefelbrocken. Noch ein Schwefelbrocken. Gibt's hier noch mehr? So, Zauberwurzel. Hier Schwefel. Liegt hier noch mehr auf dem Boden? Da noch ein Schwefelbrocken, den ich übersehen habe. Ich will nicht wissen, wie viel Morgentau wir mittlerweile haben. So, ich will den Morgentau. Da ist noch Fleischwanzen. So, ich soll das mitnehmen hier, ja? So, das nehmen wir auch mit. Da liegt noch ein Stück Schwefel. Beziehungsweise mehrere. Gibt's hier auch noch was? So, noch mehr Brocken. Das nehmen wir auch mit. Wie viel Schwefel wollte er haben? Ich will keinen Ärger haben. So, ich will nicht die Fleischwanze, ich will das Schwefel hier. Ach, Fleischwanze, geh weg! So. Und den auch nochmal. Hier liegt noch was. Und da. Ich guck nochmal, wie viel musste ich mitnehmen? Hier. Ein Faulpack der Schwefelmine im Norden hat mir 30 Schwefelbrocken zugesagt. 30. Wie viel haben wir jetzt? Schwefelbrocken nur 18, aber 21 Schwefel. Wo sind die restlichen Brocken? Müssten hier nicht noch mehr rumliegen dann? Oder muss ich den Rest selber schürfen hier? Mach dich nützlich, Mora. Ich bin ja dabei, mich nützlich zu machen. Was ist dein Problem?
Ich muss nur die Schwefelbrocken hier mitnehmen. Ah, hier. Ja, komm, drauf. Ja, spring drauf. Alter. So. Und das ist ja nicht alles, ne? Da ist noch ein Stück Schwefel. Wie viel habe ich jetzt mittlerweile? 21. 9 Schwefelbrocken fehlen mir. Wo liegen die? Ich glaube, die restlichen 9 muss ich selber schürfen. So, Schwefelader. Dann ist es halt so. Vier Schwefel geschürft. Ich dachte, es kommen Brocken raus. Noch eine Schwefelader. Nochmal 4 Schwefel. Ah, hier noch einer. Und noch ein Stück Schwefel. Vielleicht habe ich noch welche übersehen einfach. So, Morgentau, Morgentau. Noch ein Morgentau, noch ein Morgentau. Und noch ein Morgentau. Verschwinde. Was willst du, Morra? Ja, die Schwefelbrocken, hallo. Ich gibt's einfach nur nicht mehr. 30 wurden gesagt, sind aber nur 22 da. Wo soll denn der Rest sein? Das ist ein roter Snapper, kann das sein? Das sind keine grünen Snapper. Ah, okay, bedrohlicher Snapper. Speicher vielleicht nochmal. Ich hoffe, die sind jetzt. Das. Also, das ist nur eine Pflanze. Ich dachte, es wäre ein Schwert. Wieder eins von diesen lästigen Viechern. Da kommt schon der nächste. Jo, geh dir, schnapp sie dir. Ich habe kein Problem damit. Nein, nicht ihn. Den Snapper. So. Nein, nicht auf ihn! Man muss sie alle töten! Alter, wie das Zielen hier ist. Der geht einfach auf den Falschen los.
Echt jetzt, das mit dem Anvisieren hier? So ein Scheiß. Ich glaube, das sind nur noch die 6 hier, ne? Insgesamt 10 waren das. Ah nein, jetzt kommt der nächste. Hier, kannst du mal kurz übernehmen? Wieder eins von diesen lästigen Viechern. Kannst du mal ganz kurz übernehmen, ja? So, damit ich einmal heilen kann. Nicht auf den Speer. Bald wird es keinen mehr von euch geben. So. Den Snapper. Da vorne lag noch einer. Speicher noch einmal. Ja, das Anvisieren ist so ein beschissenes Ding hier. So. Ich hätte gern bitte alleine. Ja, komm. Komm her. Okay, nochmal was kurz snacken. Und nochmal den. So, nochmal speichern. Krieg ich den angelockt? So, jetzt erstmal ein bisschen Abstand. Da! So. Nochmal kurz was voran. So, die letzten beiden. Snapper sind aber auch schon verdammt schnell hier. So, nochmal wieder Abstand gewinnen. Da! So, haben wir den auch noch erledigt. Speichern und den letzten. Mehr dürfte es von denen nicht mehr geben hier. Ja, nice. Rufen Geldern 42, perfekt. So. Snappercloud. Snappercloud sieht hier ganz anders aus. Als noch in den vorherigen Teilen, finde ich. So, sag ich ihm mal Bescheid. Und ich hoffe, da sind jetzt die restlichen Brocken auch schon da. Es fehlt ja noch ein bisschen. Wir brauchen noch 8 Stück. 8 Brocken müssten hier irgendwo noch rumliegen. Sulfok. Die Bedrohung durch die Snapper ist abgewendet. Die Bedrohung durch die Snapper ist abgewendet. Dann kann ich ja wieder beruhigt schlafen. Nimm das als Belohnung. Einen Haufen gelber, stinkender Schwefelbrocken. Hä? Ist das nichts? Okay, 9. Dann haben wir das zumindest. Dann ist jetzt nur die Frage, wo finden wir die Goldmine von denen?
So, Nemrock? Hier, ich habe Schwefelbrocken. Hier, ich habe Schwefelbrocken. Gut, dann betrachte die Sache als erledigt. Hier dein Lohn. Hier hast du Goldbrocken. Hier hast du Goldbrocken. Das sind noch nicht genug. Ich brauche 50. Geh und hole sie. Ja, kriegen wir hin. Aber ich habe noch normalen Schwefel für den einen, wer wollte das haben? Nochmal, Grombok. Oder so ähnlich. Da, da hinten. Grimbold. Hier hast du deine 5 Stück Schwefel. Hier hast du deine 5 Stück Schwefel. Gut. Hier hast du einen Heiltrank. Und jetzt verschwinde, ich habe zu tun. Okay. Und so, Nemrock erwartet eine Lieferung Gold. Ich warte schon seit Tagen auf 50 Goldbrocken aus den Minen im Norden. Speicher das mal und dann gehen wir nach Norden und suchen da nochmal die Goldminen. Da. Ist jetzt die Frage, ist dort irgendwo die Minen versteckt? Irgendwo da unten? Also ich gehe von aus, dass das hier irgendwo sein könnte. Frage ist nur wo. Vielleicht bei den Rippern? Ich will aber mit den Rippern eher wenig zu tun haben, sagen wir mal. Okay, interessant, dass die sich gegenseitig bekämpfen. Hier sind noch ein paar Dodos. Jo, jetzt kommen sie alle an. Alter. Das waren mir doch zu viele Dodos. So, hier haben wir alle. Was ist mit denen jetzt? Letzter Wildschwein gegen 3 Ripper. Der tut mir leid. Ganz ehrlich, in seiner Haut würde ich nicht stecken wollen. So, wir fressen jetzt mal ganze Brot. Und dann müssen wir gleich nochmal speichern. Wo ist denn die eine Mine, die gemeint wurde? Die Wolfshöhle müssen wir auch noch finden. Komm, noch 2 Brot. Na, das war der letzte. Okay, speichern. Ah, ich glaube, das ist die Wolfshöhle. Die Wolfsmine. Stollenwolf. Das werde ich nicht überleben. War klar. So, das schnell gespeicherte, das laden wir mal eben.
Und dann gucke ich mal, dass ich die vielleicht einzeln rauslocken kann. Aber gegen die Dinos da unten, da traue ich mich nicht. Zumindest nicht als Nahkämpfer. Die Wolfsmine haben wir zumindest schon gefunden. Immerhin. Eines. Locken wir den erstmal weg. Ah, okay. Der war das. Dann speichern wir das. So, wir haben jetzt 22 Lernpunkte. Wir können die Krankheitsresistenz uns aneignen. Ich will mal gleich gucken, ob wir vielleicht gegen so einen Dino antreten können. So. Ich futter noch mal ein bisschen Brot. Jo, jetzt kommen sie alle an. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Okay, da sind noch zwei unterwegs hierher. Alter. Dass gleich alle beide hier ankommen. Beziehungsweise so viele gleich. Nochmal ein bisschen Brot. Und speichern. Aber wir können an die Truhen jetzt eigentlich ran, ohne in Gefahr zu sein, fällt mir gerade auf. Die Ripper sind sehr weit weg. Was haben wir hier? Einen normalen Bogen und Kampfstab. Können wir verkaufen. So, nochmal speichern. Ich hoffe, die haben jetzt nicht vor, hierher zu kommen. Alter, einfach mal so riesen Dinos hier. Ich lock den erstmal weg. Hier wird's gehen. Achso, ich dachte schon, da kommen jetzt noch mehr von unten wieder. Aber wir müssen jetzt eigentlich genug Fleisch haben zum Braten. Doch, es kommt noch einer. Okay, was ist mit dem? Heiltrank, definitiv. Und noch ein Stück Fleisch. Und schnell speichern. Das müssen jetzt die letzten beiden sein, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Ja, das waren die letzten beiden. Perfekt. Ich weiß nur nicht, ob ich gegen die Dinos da antreten wollen würde.
So, hier haben wir nochmal eine Truhe. Nehmen wir auch mit. Und die Truhe. Ja, einiges zum Verkaufen auf jeden Fall. So, das nehmen wir auch mit. Ich speichere nochmal, bevor wir da reingehen. Die wurden ja alle von den Wölfen gefressen, hieß es. Spitzhacke. Ah, Gold. Dann kriegen wir hier noch mehr. So, dann die Ader noch schürfen. Hier ist ein Amulett. Alter, das Geräusch von Dinos macht mir Angst. Zum Glück kommen die hier aber nicht rein, oder? Sieht das auf? Ja. So, und die letzte Ader. Das waren jetzt 2, 4, 6, 8. Also 8 Gold kriegen wir hier. Goldbrocken. Ich speichere nochmal. Dann mal gucken, ob wir gegen Dings hier ankommen können. Gegen die Dinos. Oder ich habe Urfi. Genau, ich habe eine lustige Idee. Wenn wir einen anlocken. Die kommen ja da nicht rein, oder? Ach komm. Kommt er jetzt? Oder wartet er einfach? Der wartet auf sein Tod. Jo. Der hat aber richtig Schaden gemacht. Wir kriegen die aber hin. So, nochmal was futtern. Wo bleibt er jetzt? Da. Der wartet einfach, bis er stirbt. Ich glaube, auf diese Weise kriegen wir die alle tot. Ist zwar feige, aber aktuell, also im Nahkampf will ich die nicht bekämpfen. Zumindest mit der Rüstung, die wir haben. 500 Erfahrung. Da müsste noch einer sein, ne? Den können wir aber nicht looten. Der rennt jetzt aber auch nicht. Der bleibt da stecken.
Ich hoffe, der bleibt da auch, wirklich. Dass er von da nicht wegkommt. Also das sind echte Monstrositäten. Vor denen habe ich echt Angst und Respekt. Okay, noch ein paar Schüsse. Dann haben wir den auch besiegt. Ja. Speichern. Hat mich jetzt sehr viel gekostet an Muni. Ich finde es schade, dass man die nicht looten kann. So, können wir das knacken? Ja. Ich gehe mal von aus. Dann versuch's noch mal. So, noch mal Fleisch. Nice. Okay, mehr ist hier nicht. Ich gehe mal von aus, dass ich, hier den Weg freiräumen muss für die Jungs und Mädels an den Rippern, obwohl die Nagen die genießen da ihr Essen, würde ich vielleicht kriegen wir so die Chance noch hier dran vorbei, ohne ja ohne dass die hier angegriffen werden. So, aber wo ist noch eine Goldmine? Abgesehen von der, die intern ist dort. Kann ich ihm Bescheid sagen, dass die Mine jetzt befreit ist? Die Stollenwölfe in der Wolfsmine sind Geschichte. Die Stollenwölfe in der Wolfsmine sind Geschichte. Na, das wurde auch Zeit. Ich hoffe, die Mine wirft bald wieder was ab. Ja, und hier hast du noch ein paar Goldbrocken. Hier hast du Goldbrocken. Das sind noch nicht genug. Ich brauche 50. Ja, und hole sie. 26 kriegen wir noch hin. Aber erst einmal, wo war Rimbik? Ich brauche von ihm noch was. Der muss hier gewesen sein, oder? Ne, das war Marius. Ah, hier. Rimbik. Hier. Krankheitenschutz. Zeig mir, wie ich mich vor Krankheiten schütze. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du akzeptierst die Krankheit und legst dich ins Bett. Medizin und den ganzen Kram kennst du ja bestimmt schon. Oder du ignorierst die Krankheit. Dein Körper ist stärker. Du wirst sehen. Wenn du es nicht willst, kann sich keine Krankheit in deinem Körper einnisten. Wow. Okay, aber Resistenz gegen Krankheit und Giftresistenz. Das haben wir schon mal. Jetzt fehlen mir die beiden noch. Gegen Kälte weiß ich schon wo. Gegen Hitze weiß ich aber noch nicht wo. Das sind die nächsten beiden, die ich jetzt machen. Beziehungsweise der hier. Den hier muss ich noch finden. Aber den weiß ich schon. Das ist das nächste, worauf wir hinarbeiten. Stufe 30 sind wir sogar. So. Das hätte ich dir vorher sagen. Warte mal, was ist jetzt eigentlich mein Ruf hier? 56. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.